Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm, Episode 2. Ja, wir sind von der Schule geflogen. Ich glaube, wir hätten es auch gar nicht abwenden können, denn wir wären so oder so von der Schule geflogen, nur eben halt nicht für immer, vermutlicherweise. Und wer weiß, was da mit Rachel gewesen wäre und wie Rachel gut auf uns zu sprechen gewesen wäre. Was haben wir denn hier? Eine drogenfreie Zone? Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Das stimmt. Drogen-Gratis-Zone. Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Kauf oder Verkauf, aber Besitz ist scheinbar nicht, ne? So, wir schauen uns erstmal hier um. Hier wird eine Party. Wahrscheinlich das Theaterstück. Was ist das denn hier? Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. I guess these stage lights are for the Tempest. Wollen wir wirklich ein Graffiti drauf machen? What could the Tempest use more of? Hasch oder Anarchie? Anarchie. All that's left is to get arrested. Das wird so cool. Was haben wir hier? Ein Zigarettenstummel? Uiuiuiui, von so weit erkennbar. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Oh. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Was ist das hier? I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Hohe Alarmstufe. Aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend ist Arcadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Erstens, reagiere auf einen Feueralarm unverzüglich und ungeordneter Weise. Zweitens, überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Drittens, bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Arcadia Bay sicher zu halten. Ja, ist natürlich schon doof, was da passiert. So, hey, Elliot, Elliot, mein Freund. Achso, wir hatten noch eine Nachricht. At least Journal Max won't abandon me the way Real Max did. Ich guck gerade. Das hatten wir, ne? Ich guck gerade, ob wir die Nachrichten hatten. Ich glaube, das ist neu hier. Wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben's satt. Bye, Bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß, aber ich bin auch recht irre. In vage verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein, aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. Okay. Haben wir neue Charaktere? Ja, James und Rose. Viel mehr haben wir hier nicht mehr, ne? Du kannst normalen Leuten nicht trauen, frag Rachel. Ihr Vater scheint der normalste Typ auf der Welt zu sein, aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich drüber nachdenke, vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Bezirksstaatsanwalt, weshalb Rachels Familie nach Orange County gezogen ist. Trotz seines Berufs verhält James sich nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzesvollstrecker. Ungleich manch anderer möchte gern Vaterfiguren, die ich kenne. Rose, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung. Offensichtlich liebt sie Rachel und James wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt. Ich hätte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater als einen Toten. Oh. Wir haben neue Nachrichten und das gefällt mir gar nicht. Wells. Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Staatspark gesichtet wurde.
Ich habe mit der Forstbehörde von Arcadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie vom oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Och, das ist ja löblich, ist das ja. Frank. Ich weiß, aber wir sollten besser schlafen gehen. Wir müssen morgens, warte mal, hier ist eine neue Nachricht. Sehr viel. Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super. Du wurdest zur Spionin geboren. Sprichst aus Zügen, so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre jede wieder vor dir sicher. Währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was denn? Du. Du bist auch nicht scheiße, ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wales sehen. Ja, mein Fehler. War's wert. Wales ist scheiße, das Treffen war echt das Letzte. Also ist jetzt das Treffen gewesen. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Eilmeldung. Neuigkeiten zum Feuer. Arcadia Bay Forstbehörde. Aktiver Waldbrand der Klasse D nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Siehe örtliche Medien für Straßenschließung. Spanisch-Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh, lo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Okay. Hast du Chemie erledigt? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Hey, warum warst du nicht bei Chemie? Alles okay? Yep. Was ist mit Rue gelaufen? Es heißt, du warst klasse. Ja, lass uns später reden. Okay. Heilige Scheiße, hast du Wales SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja. Du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Die Mutter. Isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Chloe, bist du bis zur Sperrstunde zu Hause? Das wird Konsequenzen haben. Mir gefällt nicht, wie wir die Dinge belassen haben. Wir reden heute Abend weiter. Perfekt. War das denn sarkastisches Perfekt? Nein. Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin mit Director Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe. Chloe. Chloe Elizabeth Price. Das sind immer die schlimmsten Situationen, wenn dein Name vollständig von deinen Eltern ausgesprochen wird. Du kannst mich ignorieren, aber wenn du nach Hause kommst, knallt es. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder, Chloe? Wirklich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ach, Mensch. Hey, Elliot. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Ach, komm, ja. Okay. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Die Aufführung sausen lassen. Ja, vielleicht. Sorry, nein. Wollen wir ihm falsche Hoffnungen machen? Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das machen sollte. Die Aufführung lassen wir nicht sausen. Mensch, da spielt Rachel. Wir haben alles getan, damit Rachel da mitmachen kann.
Oder wollen wir noch ein bisschen... Yeah. I mean, I'm not really big on making plans. But maybe. Cool, cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Es gibt so einen großen Ärger. Ich werde mich aber jetzt erstmal nochmal umsehen hier. Denn wer weiß, was hier alles noch für Details versteckt sind. Zum Beispiel habe ich hier diese Maske gesehen. Bigfoot-Kopf. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Aber man hat's gemerkt bei Wells, ne? Wie stark der Einfluss ist. Ein Auto? Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Tja, ein dickes Auto vor allem. Ein Moped. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Ey, das Pi unten rechts. 3.14. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? I face my mom at some point. Might as well be now. Ich glaube, wir müssen uns stellen. Wir müssen uns stellen. Oh, hier ist ein Skateboard. Was ist hier los? At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. Piss head much? That has to be Skip's car. Oh, hier sind Bierflaschen. Was ist das hier? That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. It's about damn time. David, please. Okay, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger. Ich stelle mich mal lieber hinter der Mutter. Mist, kann ich nicht triggern. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course... just makes this worse. Definitiv. Okay, wir stellen uns. Halt dich raus. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Sie ist meine Mutter, oder was? If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Nichts falsch daran, jemand brauchte meine Hilfe. Aber das glauben sie uns nicht, wenn ich das sage. Aber genau, die andere Antwort wäre nichts falsch daran. Was ist denn daran falsch? Wobei die Mutter natürlich sagen wird, das ist nicht das, was sie sich für die Tochter vorgestellt hat, dass die Tochter eben halt bessere Arbeit bekommt. Aber ich mache das hier. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother. We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along.
Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Das geht doch nicht gut. Wir wissen doch, dass es nicht gut geht. Wir wissen zwar, dass er ehrbare Absichten hat, aber wir wissen, dass es nicht gut geht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es die Möglichkeit, der Versuch, dass wir sagen können, ja, und vielleicht wird es ja temporär besser. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mist. Mist. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Ein Glück ist der Joint nicht da. You can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Let's go, Chloe. Quit stalling. Haben wir irgendwas drin? Haben wir nichts drin? Ich weiß es nicht, aber eigentlich haben wir nichts, oder? Wir haben nur bloß diesen Zettel. Wir hätten was gehabt. Haben wir aber nicht. Fine. You want to see my shit so badly? The horror. Happy? Mist. It's marijuana, all right. No, Chloe, I am not happy. But I am relieved that you came clean. I hope this can be the beginning of a new chapter for us. Ist doch das, was wir für teuer Geld gekauft haben. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß, ich hab's verhunzt. Du bemühst dich, ich versteh's. Oh, fuck, 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 fuck. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. There is no home.
Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over.